zweifellos schon lange verlassen. Wieder mal auf Abenteuertour? Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Thank you.
Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. Ruhig. Ich tu dir ja nichts. Die findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Und das geschah, nachdem du den Mondstein platziert hattest. Weißt du, warum oder was es bedeutet? Hat es mit den Schnatzern zu tun? Das Wissen einer Person kann weit sein wie die See, doch seiner Tiefe sind Grenzen gesetzt. Schön, dich wiederzusehen, Doran. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollten? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monden sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderen erzählt habt.
Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte, fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen. An einer Felswand der Steilhänge im Wald. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. Du hast gewisse Ereignisse vorausgesehen, bevor sich unsere Wege kreuzten. Welche denn? Die Ankunft eines Fremden, die Bedrohung durch einen Feind und die Rückkehr eines alten Freundes. Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass ihr die Fremden, die Wilderer der Feind und die alten Freunde die Schnatzer sind. Ich sah auch zwei Orte, die damit verbunden sind. Die Höhle mit dem Mondstein und den Steinkreis, welcher in Mondlicht getaucht war. Was macht dich so sicher, dass das Symbol zu den Schnatzern führt? Ich bin nicht sicher. Doch so stand es in den Sternen. Das Schicksal nimmt seinen Lauf wie vorgesehen. Ich bin nur ein Bote. Das Glück ist uns wohl heute hold. Dass du mir ein Symbol zeigst, dessen Ursprung ich erkenne, ist kein Zufall, sondern Schicksal. Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Diesen Astronomiealtar muss ich wohl bei Dunkelheit verwenden. Einfach unglaublich. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Siehst du das Symbol über dem Eingang? Die Mondkälber am Steinkreis haben das Gleiche gemacht. Natürlich deutete Doran das an, aber es da zu sehen... Könnten die Schnatzer hier versteckt sein? Finden wir es raus. Doran wartet weiter vorne auf uns.
Lassen wir ihn nicht warten. Kannst du das fassen? Echte Schnatzer! Ich bin froh, dass wir den Wilderern wohl einen Schritt voraus sind. Etwas seltsam, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Sie hat eine ganze Menge. Und wir haben Doran auf unserer Seite. Selbst wenn die Wilderer auf diesen Ort stoßen, sind wir bis dahin. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Doran. Keineswegs. Andererseits bin ich nicht der, der euch erwartet. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Gewiss. Gut. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Und was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Akio!
Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Lumos! Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Thank you.
Doran, ein Durchgang. Ich nehme an, wir alle wissen, was dahinter liegt. Und jetzt muss ich euch verlassen, fürchte ich. Vorerst jedenfalls. Revelio, du kommst nicht mit rein? Revelio! Sieh dir die Malereien an. Das sind alles Tierwesen. Dieser Ort muss zu ihrem Schutz entstanden sein. Sie hatten nichts zu befürchten. Revelio, wie kommst du darauf? Die Wildererlager fühlten sich immer so erdrückend an. Dieses Gefühl war überwältigend. Zumindest für mich. So viele Bücher. Hier spüre ich nun. Du kennst das Arbeitszimmer meiner Oma nicht. Revelio. Akio. Rioso. Revelio! Revelio! Confringo! Revelio. Wer auch immer das hier erbaut hat, mochte Bücher. Und die Bücher handeln alle von Tierwesen. Das wäre was für deine Oma. Und wie? Ich kann's kaum erwarten, ihr davon zu erzählen. Ich wette, dass das nicht wirklich eine Sackgasse ist. Aber wie kommen wir weiter? Wingardium Leviosa. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa.
Revelio. Natürlich. Wie clever. Revelio. Was war das? Ach, nicht gemein. Sophie ist sicher. Komm her, du Schatz. Nein. Protege. Bist du vor? Das waren alle. Seid ihr unverletzt? Ich wollte zurückkehren, bevor es zu spät ist. Uns geht's gut, aber wärst du nicht rechtzeitig gekommen? Ich hab sie hergeführt, Doran. Du hast mit uns gegen deine Art gekämpft. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Jetzt glaube ich, was Doran mir sagte. Sie sind es, die ich sah, Alec. Beende deine Arbeit hier. Revelio! Noch nicht alles, was du vorhergesehen hast, ist geschehen. Revelio. Da sind sie. Jetzt müssen wir nur noch den Zauber brechen. Und ihr wollt, dass wir... Ich wollte immer nur, dass sie sicher sind. Und das sind sie. Du solltest das tun. Nur wohin mit ihnen? Sie brauchen noch Hilfe. Und sobald jemand von ihrer Rückkehr erfährt... Ihnen wird nichts geschehen. Die Zentauren sorgen dafür. Das schwöre ich. Danke, Doran, für deine Hilfe bei der Suche und deinen Einsatz. Die Ehre gebührt ganz allein dir, Kind. Die Wilderer hätten das nie getan. Vergiss das nie.
Ihr habt heute mutig gekämpft. Erlaubt uns, ab hier zu übernehmen. Wenn es dir nichts ausmacht, Doran, würde ich gern bleiben und noch etwas Zeit mit den Schnatzern verbringen.